Moin Leute, was geht? Heute mal wieder ein kleines Video von mir. Das hier ist das Pocket Light F7. Das habe ich letztes Jahr zugeschickt bekommen und habe dazu auch ein Video gemacht. Und zwar so ein kleines, was kann man zu Hause mit so einem Licht machen, um ja, irgendwelche kreativen Ideen irgendwie auszuüben. Letztes Jahr war der Anfang des Lockdowns und tatsächlich sind wir immer noch nicht durch mit dem Thema. Und passend dazu habe ich die zweite Variante zugeschickt bekommen. Und zwar ist das Pocket Light F7 Mark II. Und hat natürlich ein paar neue Features und das wollte ich euch einfach heute mal so ein bisschen präsentieren. Zudem habe ich jetzt auch wieder ein kleines kreatives Shooting gemacht, also quasi wirklich eine Fortsetzung zum letzten Jahr. Du bekommst im Paket noch so ein paar Dinge dazu, wie zum Beispiel diesen Diffuser hier. Den kannst du dran vorne dran machen und hast dann das Licht so ein bisschen diffuser. Dann hast du hier nochmal so ein Gumminetz, damit du das Licht so ein bisschen direktioneller lenken kannst, damit es nicht überall hinstreut. Dann hast du auch noch hier so ein kleines Täschchen, was auch ganz praktisch ist. Da sind noch ein paar Accessories drin, wie zum Beispiel hier so eine kleine Halterung, damit du das irgendwo ranmontieren kannst oder halt an deine Kamera dran schrauben kannst und natürlich ein USB-C-Kabel. Du kannst hier auch eine App runterladen, um dann das Ganze zu steuern. Es gibt viele Features, wie zum Beispiel, du kannst hier das Ganze blinken lassen, in allen möglichen Farben das Ganze leuchten lassen. Oh ja, dann hast du hier auch noch so ein kleines Display, damit du so ein paar Sachen nochmal manuell einstellen kannst, falls du die App nicht nutzen möchtest. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Ich mache mal hier ein Licht hier, das ist zum Beispiel hier gerade so ein Licht, was so ähnlich ist wie das hier. Wenn du zum Beispiel möchtest, dass das noch so ein bisschen mehr angestrahlt wird von der Seite, dann kannst du es hier irgendwo hier oben verstecken oder so, keine Ahnung wo. Oder auf der anderen Seite nochmal so ein kleines Headlight, dass man hier so einen kleinen Streifen noch drauf bekommt. Danke nochmal an Pocket Light, dass ihr mir dieses Licht zugesendet habt. Und ich werde jetzt nochmal zum Shooting übergehen. Ich habe auch noch mehr Produkte genutzt. Ich werde sie alle unten einmal verlinken. Also ab ins Shooting. Als erstes werde ich hier meinen Fernseher ausnutzen. Da habe ich jetzt erstmal so einen schönen Hintergrund ausgesucht, der passend zu ihrem Outfit gerade ist. Dann wird sie gleich auch diese Lampen hier festhalten vor ihr Gesicht und schauen wir mal, was da für coole Fotos bei rumkommen. So, ich werde das Ganze hier mit meiner Alpha 7C machen und den 35mm und den Tiffen Black Mist Filter. So, das war's von meinem kleinen Shooting. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Es würde mir wirklich sehr viel helfen, wenn ihr hier auch einen kleinen Daumen hoch da lasst, wenn euch das gefallen hat. Letztes Mal haben wir schon geschafft, die 100 zu erreichen. Es würde mich natürlich wieder freuen, wenn es klappt. Natürlich hilft es mir auch ungemein, wenn ihr mich hier unterstützt, denn dieser Kanal kann nur leben, in dem auch Interaktion hier passiert. Weil ansonsten lohnt es sich nicht, wenn hier nur zu wenig Leute immer gucken. Ja, würde mich freuen daher, wenn ihr so ein bisschen auch unterstützt. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also abonniert den Kanal, denn es kommen wieder weitere coole Videos. Also, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dann sage ich Peace.